Nemo, was willst du gerne spielen? Ich möchte gerne Regisseur sein. Ah, für Theater oder für Film? Für Film. Da kann man mehr Effekt machen. Im Theater sieht alles so unecht aus. Ja, ich habe ja Remo gesehen, wie er die Vögel von Hitchcock gemacht hat, wie er diesen Film umgesetzt hat auf der Bühne mit dem gleichen Team, das wir hier auch gesehen haben, mit den Horas. Und da war ich echt total hingerissen und beeindruckt und ich dachte, na, ich werde mir dieses Talent natürlich sofort krallen, wie man das so macht in der Kunstwelt. Und so kam es dazu. Und dann haben wir uns diesen Film angeguckt und dann habe ich gesagt, Remo, welche Szenen findest du interessant? Dann haben wir das diskutiert mit den Horas. Und dann haben wir uns für Szenen entschieden und dann, ja, dann wurden die inszeniert. Eine Frage hätte ich noch, Remo. Ja. Du kommst mir sehr normal vor. Was machst du in der Horrortruppe? Hast du auch eine Behinderung? Ja, ich habe eine Lernschwäche. Eine Lernschwäche? Eine Lernschwäche. Wie drückt sich das aus? Oder bist du einfach eine faule Sau? Ja, aber nur am Sonntag. Gut. Dankeschön, Remo. Bitte schön. Es hat mir gefallen, mit ihm zusammen zu arbeiten. Weil ich habe von ihm lernen können. Also, er hat ja unglaublich viel Erfahrung als Regisseur. Und ich hoffe, dass, wenn ich mal irgendwann mal Regie machen darf, dass darf machen, was ich bei ihm gelernt habe. Also, gesehen habe. Ich habe ja auch bei der Probe gesehen, wie er Regie macht. Und ich hoffe, dass das ein bisschen hier oben gespeichert ist. Als Schauspieler kannst, ist völlig egal, was du für ein Mensch bist. Du kannst ein herzloses Arschloch sein oder behindert oder ein Kleingeist. Die meisten meiner Kollegen, ja, das sind eigentlich Beamte. Die stehen abends auf der Pfauenbühne, wie andere hinterm Schreibtisch sitzen. Aber trotzdem sitzt da immer die Kunst neben dir, die dich jagen und zerfleischen kann wie ein wildes Tier. Ja? Soweit bisher. Noch Fragen? Gut, dann kommen wir jetzt zur Vergewaltigung. Remo, hast du vor, dann rufen? Ja. Also, dass man wirklich merkt, dass das ein Abend ist, der in sich eine große Liebe irgendwie zum Leben und vor allem auch zum Spielen ausstrahlt. Also, dass man merkt, dass das Thema zwar düster und morbid ist, aber eigentlich überwindet man das alles auf der Bühne, indem man es spielt, indem man es verfilmt, indem man eben Lustiges mit Ernstem und Trauriges mit sehr Anarchischem mischt. Und dass der Zuschauer auf eine Weise verwirrt rausgeht, aber auch innerlich aufgerichtet, was ja bei Pasolini nicht der Fall ist. Da ist nur Nihilismus und es ist fertig. Und ich glaube, bei uns gehen wir schon noch einen Ticken weiter.